57, 56. Hey yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Live-Commentary hier auf meinem Kanal. Eine Runde Herrschaft auf Raid ist heute mal wieder angesagt, Leute. So, ich spiele mit der AN94 mit der Schwitzerwaffe Nummer 1, würde ich mal sagen. So Leute, den ersten habe ich schon mal hier gekillt. Läuft auf jeden Fall. So, Streaks sind Drohne, Orbi und EMP. Ganz gechillt, werde ich hier versuchen, auf eine Nuklear zu gehen für euch. Oh Gott, da kommt gleich einer. Da ist noch einer gespawnt, Leute. Nein, 100er Prezi, noch nicht ganz am Start, aber geht eigentlich auf jeden Fall in Ordnung, das Aim. So. Eieiei. Was ist los? Wieso veraime ich gerade? Oh mein Gott. Was war das denn, Alter? Gerade noch so überlebt. Ich war ja so rot wie eine Tomate schon fast. Läuft. 1 vor Orbit, Leute. So, jetzt mal kurz hier mein Lifestyle chillen. Orbit raus. Läuft auf jeden Fall, Mann. So muss das sein und nicht anders. Ohne Scheiß. Ich habe gerade so ewig Leute für eine Lobby gesucht. Das glaubt ihr mir nicht. Das dauert manchmal echt richtig lange, bis man eine einigermaßen spielbare Lobby findet in Black Ops 2. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, Leute, ob ihr noch irgendwie gute Lobbys findet. Also bei mir dauert es manchmal echt extrem lange. Ich weiß nicht. Es kommt mir nur so vor, als ob ich nur gegen Tryharder spiele, gegen Deutsche, die mich die ganze Zeit erkennen und so. Das ist echt nicht so einfach, wenn man ein bisschen bekannt ist, sage ich mal, Gameplays zu spielen, weil man eigentlich in so gut wie jeder Lobby erkannt wird und dann die Gegner sich ihre Ärsche vollschwitzen. Aber es geht schon einigermaßen. Okay, Drohne raus, Leute. Ich bin wieder kurz vor Orbit. Oh nein. Genau das meine ich, aber ich glaube, er war nicht deutsch. Gott sei Dank, Alter. Ja, ich habe wenigstens noch einen Orbit. Wie er mich einfach gekillt hat mit seiner scheiß Pumpe. Genau, Leute, aus diesem Grund sehe ich es einfach nicht ein, mit irgendwelchen exotischen Waffen zu spielen bei Live-Commentaries. Ohne Mist. Weil die Gegner alle einfach nur abfacken, so gut wie. So, dafür drücke ich den erstmal jetzt eine EMP rein. Eigentlich wollte ich mir das aufbewahren, bis ich irgendwie eine Konterdrohne gedrückt bekomme, aber nun ja. Sie wollen es ja nicht anders. So, gut. Läuft. Egal, Leute, ist auf jeden Fall noch alles möglich. Ich habe noch genug Zeit, hier irgendwas zu reißen für euch. So, und ja, Leute, ich wollte mich noch ganz kurz dafür entschuldigen, dass die letzten beiden Tage keine Videos kamen. Es lag einfach daran, dass ich ein wenig krank war. Aber, ja, ich denke, es war jetzt nicht so schlimm. Orbi raus wieder. Okay. Oh, das regt mich jetzt so auf, dass ich auf 19-0 schon wieder sterben musste. So ein bitterer Tod einfach nur wieder. Läuft. Gut. Es könnte, glaube ich, sogar eine Abschlusskette werden, Leute, wenn ich mich nicht irre. Gut, skrupellos wieder hier am Start. Läuft auf jeden Fall. Ah, nur Ultra-Abschuss. Fuck, Mann, ein Kill hätte ich mehr gebraucht. Schade, dass da niemand mehr gespawnt ist. Nun ja, man kann nicht alles haben. Da war schon wieder der mit der Pumpe, ne? Boah, ich hasse ihn. Die Typen, die mit Remington spielen, das sind echt ohne Scheiß die allerschlimmsten. Da ist er schon wieder. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Oh oh. Gut, Teammate. Läuft. Okay, ich versuche jetzt noch schnell die Nuklear klar zu machen, Leute, hier in der Halbzeit. Nein, 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 nein. Da ist noch ein Gegner. Okay. Ich hau schon mal EMP raus. Vielleicht quittet ja der eine Typ mit der Pumpe. Okay, ich glaube, ich bin eins vor Nuklear, Leute. Komm schon. Gut, habe ich Nuklear? Ich glaube schon. Sollte ich am Start haben. Jawohl, Leute. Am Anfang noch auf 19er Streak gestorben. Ey, ich hätte hier schon eigentlich fast die Double haben können. Ah, ich bewahre mir auf jeden Fall jetzt den Orbit auf. Für die zweite Halbzeit. Aber jetzt in den 20 Sekunden den noch rauszuhauen, lohnt sich eigentlich eher weniger. Oh mein Gott, wie ich da fast gestorben werde. Lol. Oh nein, nein, nein. Lauf, Barca, lauf. Gut. Okay. Jetzt nicht mehr sterben, Anton, in den letzten Sekunden.
Ich denke, heute werde ich mal wieder auf eine Gunstreak gehen, Leute, auf eine richtig hohe Gunstreak, weil beim letzten Mal habe ich ja eine Double Nuclear für euch live gespielt. Könnt ihr euch auch gerne noch reinziehen, falls ihr es verpasst habt, das Live-Commentary. Das habe ich zusammen mit dem Faro aufgenommen. Apropos Faro, Leute, der hat mir ein richtig cooles Bild gemalt, das habe ich auf meine Facebook-Seite gepostet. Falls ihr es euch noch nicht reingezogen habt, könnt ihr es euch ja gerne anschauen. Link zu meiner Facebook-Seite ist oben in der Videobeschreibung. Ist auf jeden Fall ganz nice. Und ja, Leute, ich habe mir noch einen weiteren Monitor jetzt bestellt. Das heißt, demnächst, wenn ich live streame, kann ich auch gleichzeitig immer in den Chat und so schauen. Das ist auf jeden Fall übelst nice, weil ein paar haben dann immer so in den Chat geschrieben von Twitch, dass es nicht so cool ist, dass ich halt ja kaum Fragen beantworten kann. Aber wie gesagt, es lag einfach daran, dass ich ja nur einen Monitor habe zum Zocken und ja für den PC eben. Aber jetzt ist ja das Problem gelöst auf jeden Fall. So, alles klar. Da ist noch einer bei der B-Flagge. Hier links noch einer am Headglitchen. Läuft. Oh oh. Gut. Jetzt bauen die da. Stirb bitte. Jawohl. Ich wollte noch irgendwas erwähnen. Ich habe aber jetzt gerade irgendwie den Faden verloren. Ach ja, genau, Leute. Das erste Video von Visca Base gibt euch die Chance. Also das erste Gewinnervideo. Wird auch, denke ich, so in 2 bis 3 Tagen kommen. Weil, Leute, das dauert echt ewig, sich so 500 Videos komplett reinzuziehen und dann davon die besten 3 bzw. die besten 10 auszuwählen. Müsst ihr euch noch ein wenig gedulden, aber keine Sorge, es wird auf jeden Fall kommen. Okay, einer will die B-Flagge sichern. Oh mein Gott, er hätte mich fast geholt, der Bastard. Mal kurz hier nachladen. Ich bin übelst rot, schon wieder. Läuft. Okay, nächsten Orbit habe ich auch erspielt. Okay, ich bin echt gespannt, was das für eine Gunstreak am Ende wird. Der Typ campt so in der Ecke, ne? Stirb einfach, bitte. Einfach sterben, mein Freund. Okay, nächsten Orbit habe ich wieder. Ich hau schon mal EMP raus. Ah, wir Triple Cappen gerade. Das gefällt mir gar nicht. Was macht denn der Typ da, der Gegner? Der bewegt sich ja gar nicht. Oh Mann, Alter. Schlecht für ihn, aber gut für mich, würde ich mal sagen. Okay, Leute. Ich glaube, ich habe jetzt schon eine ordentliche Gunstreak auf jeden Fall am Start. Der Typ läuft hier rechts rein. Läuft. Läuft. Gut. Die spawnen Basketball alle. Nein, 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 lauf nicht weg. Ey, kennt ihr das, Leute, wenn die Gegner von euch weglaufen? Boah, das passiert mir so oft, ne? Orbit schon mal raushauen. EMP raus. Alles raushauen hier. Drohne auch noch. So muss das sein, Alter. Da war, glaube ich, noch einer bei der B-Flagge. Okay, der Teammate hat ihn geholt. Ah, wir dürfen nicht so viel Triple Cappen, Mann. Sonst ist es gleich schon rum. Oh, meine Prezi stimmt aber nicht ganz, muss ich sagen. Könnte auf jeden Fall eigentlich besser sein. Okay, da ist wieder hier oben einer. Läuft. Orbit kann ich auch schon mal raushauen wieder. Okay, hier kommt noch einer zur C-Flagge. Okay, ich laufe mal weg von da, weil vielleicht sichert er die Flagge. Dann gewinnen wir nicht so extrem früh. Ah, der Teammate läuft eh jetzt dahin. Scheiß drauf. MP schon mal raushauen. Okay, Leute, ist doch eigentlich hier ein ganz souveränes Live-Commentary, würde ich mal sagen. Der ist auch noch gestorben. Läuft. XPR aufheben hier kurz. Läuft, 100er Prezi, Mann. Ah, so macht das Spaß auf jeden Fall. 89 Kills habe ich, alter Walter, Mann. Am Anfang noch auf einer 19er Streak gestorben. Ein bisschen bitter, aber kann man nichts machen, Leute. So, schauen wir jetzt noch ganz kurz, was es für eine Gunstreak ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt darauf. Alter, wie er sie einfach mit seinem Zielsucher wegrotzt. Ich hasse Leute, abgrundtief, die mit Zielsucher spielen. Mir macht's nichts aus, wenn die Leute irgendwie Elsa spielen ohne Zielsucher, aber mit Zielsucher, boah, das ist echt sowas von eklig. So, Leute, 10.000er Score, 89,2 ist hier der Endscore. Oh, von den Kills her hätte ich theoretisch Triple Nuclear oder so schaffen können, aber egal. So, Leute, ja, 69er Gunstreak live, fast eine 70er Gunstreak. Ultra-Abschuss noch gemacht. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen, Leute, beziehungsweise das Live-Commentary. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, falls es euch gefallen hat. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wahrscheinlich
Vielleicht mache ich ja sogar so ein kleines Unboxing-Video, wie ich meinen Monitor dann auspacke. Genau, also Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!